Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2. Wir haben Kairo mal ein bisschen umgestellt, noch nicht wirklich. Auf jeden Fall kommen wir hinten am Suezkanal leider nicht weiter. Da müssen wir den Angriff also abbrechen und unsere Kräfte hier verlagern, befürchte ich. Ansonsten... Ja, so funktioniert's. Ja, ansonsten kommen wir ganz gut voran, ne? Wir haben, glaube ich, alle Flugzeuge schon der Engländer erledigt. Haben da also gar nichts mehr zu befürchten. Müssen uns nur noch ein bisschen vor der Luftabwehr in Acht nehmen, die wir jetzt als nächstes ausschalten. An die Artillerie hier kommen wir vielleicht ran. Vielleicht wird da auch noch was im Weg gezogen von der Infanterie hier. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kommen wir einigermaßen voran, denke ich. Habe ich so das Gefühl. So, wollen wir hier eigentlich angreifen? Nee, wollen wir nicht. Viel zu gefährlich. Dann können wir euch nochmal verstärken, Jungs. Dann bleiben die hier fit. Ah, wir brauchen die Jungs hier eigentlich gar nicht mehr. Ah, ich kann die aber auch nicht hier hinziehen gegen die Panzer. Ah, die werden mir sonst von der Infanterie hier vermöbelt. Ich glaube, das nächste, was ich mir noch ein bisschen zulegen werde, ist Artillerie. Au, wirklich? Krass. Die denn jetzt noch alle her? Wie unschön. So, die haben eine Reichweite von 4 hier, diese Schiffe. Das hier sogar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip hier bis hinter diese Linie zurückziehen irgendwo. Ja, wir brauchen Bomber hier drüben. Panzerabwehr-Veteran, Stufe 1. Nice. 1, 2, 3, 4. Das wäre weit genug weg tatsächlich. Die kommen hier nicht von der Küste weg vernünftig. Aber vielleicht kommen die außer Sichtweite. 1, 2, 3, 4. Ja, das könnte funktionieren. So, ihr verkrümmelt euch von da. So, und dann brauchen wir hier hinten ein paar Bomber. Damit die Panzer uns nicht einfach nächste Runde 1-1, ach, die haben hier Luftabwehr, nicht einfach komplett platt machen. So, das hat nicht genug Unterdrückung geliefert, würde ich behaupten. So, inzwischen hier unten. Ach, hier können wir doch auch einen Bomber ganz gut einsetzen.
die hängen dann da fest, ne? Das heißt, euch muss ich zuerst hier wegziehen irgendwie. Ach, das ist ein Flammenwerferpanzer. Ach, wie süß. Ah. Schaffen es aber noch bis darunter. Sollten die erstmal die Artillerie angreifen? Ja, nein, weiß nicht. Ich meine, wir können uns hier auch nicht komplett günstig bewegen, wenn die hier alle so dumm im Weg rumstehen und uns die ganze Zeit bedrohen. Die Wasp kann uns eigentlich komplett egal sein, ne? Das hier ist das entscheidende Ding, was wir loswerden müssen. 1, 2, 3, ist es außerhalb? Könnte ich da ein paar Jäger drüber setzen? Ja, kann ich. Habe ich noch ein paar, die intakt sind? Ihr seid Aufklärer. Die ich natürlich schon wieder nicht benutzt habe, vernünftig. Aber wisst ihr, wo wir diese Aufklärer benutzen werden? Hier drüben. Null zu 9. Das ist super nice. Das machen wir. So, da haben wir die einmal vernichtet. Die hier sind natürlich mega hart eingegraben. Die werden wir jetzt mal nicht angreifen. Es sei denn, ausgraben wird schwierig. Wir könnten die natürlich bombardieren. Das würde wahrscheinlich ein bisschen was helfen. Aber ich denke, wir müssten diese Schiffe hier hinten loswerden. Achso, was wir natürlich auch loswerden müssen. Hier können wir echt nur Unterdrückungsfeuer geben, ne? Das nervt natürlich schon ein bisschen. Da hätte ich mal ein paar Bomber hinschicken sollen. Ja, die können hier auch gar nichts gegen die machen. Nee, das wird nichts. So, die schaffen immer 3. Oh, cool. Wir haben schon wieder einen verloren. Bisschen ärgerlich. Ach ja, die Luftabwehr. Ich erinnere mich. So, hier die Artillerie sind wir leider noch nicht losgeworden.
Aber so langsam nähern wir uns da. Nächste Runde sollten wir die Artillerie eigentlich loswerden können, denke ich. Hier können wir dann auch vorrücken. So, das funktioniert mehr oder minder. So, und da müssen wir mal gucken. Die leider nicht einkesseln, ne? Das heißt, unsere Schiffe hängen da echt fest. Wir brauchen die auch nicht unbedingt da hinten. Das passt schon. Ach, ich habe meine Aufklärer nicht schwer zurückgezogen. Doppel-U. Ah, und hier habe ich meine, meine Artillerie nicht nachgezogen. Das war dumm. Apropos dumm, warum greifen die hier so über den Fluss an? Zuverlässige Unterstützung, nice. Zieht euch zurück, Jungs, flieht. Okay, überlebt. Ist schon mal gut. Brauchen wir hier wieder die Bomber? Nee, können wir nicht. Dann setzen wir ein paar Bomber hier oben ein. Die sind noch zur Hälfte unterdrückt. Die sollten wir eigentlich relativ ohne Probleme. Achso, aber die hier sind natürlich komplette Lappen. Zumindest gegen unsere Panzer. So, sehr schön. Dann sorgen wir mal, dass wir hier oben ein bisschen dafür, dass wir ein bisschen vorankommen. Sehr schön. Das hätte also mal richtig Spaß gemacht hier. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wen wir hier ausbuddeln angreifen. Ihr seid Gebirgsjäger, ihr seid Pioniere. So, hier hinten müssen wir auf jeden Fall diese lästigen Schiffe loswerden.
Die lassen sich ja echt jede Runde einen wegschießen. Das gibt's ja gar nicht. Kann doch nicht sein. Nee, das wird so nix. Ja, reingeschissen hier. Das heißt, die müssen wir diese Runde verstärken auf jeden Fall. Hier sind gar nicht eingegraben. Da nützt mir jetzt natürlich der Aufklärer nicht viel. Kriegen wir die noch ein bisschen unterdrückt vielleicht? Nicht mit euch. Nee. Er macht uns nur die Flugabwehr zu schaffen. Nice. So, ihr habt schon gefeuert. 3-8 ist auf jeden Fall in Ordnung. Vier, echt, ihr kriegt die nicht mal komplett erledigt. Das ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Was ist denn das hier offen? Da kann ich meine Panzer also beruhigt parken. Da sagt noch mal einer, das funktioniert hier nicht. Ja, und nu? Jetzt bräuchte ich eigentlich die Panzer, die von hier drüben ordentlich vorrücken. Tun sie natürlich noch nicht. Ich könnte meine Panzer hier oben rum verlegen. Weil hier auf der Seite brauche ich die definitiv nicht. Da kann ich eine Panzereinheit stehen lassen, um hier aufzuräumen. Aber brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Na, falls wir die hier rausdrücken irgendwie. Nächste Runde ist bewölkt. Gut, treffen tun die halt wirklich nichts. So, das U-Boot kann ich hier durchschleusen, denke ich. Das kann dann hier gegen diese großen Kampfschiffe mithelfen. Die können, glaube ich, gar nichts gegen U-Boote machen. Hoffe ich. Nehme ich an. Irgendwas komplett Essentielles jetzt vergessen. Müsste alles passen. Oh, die kommen hier rüber. Oh, aua, aua, aua. Damit sind die natürlich komplett außer Reichweite der Flugabwehr. Aber Leute, dafür werden die sich nächste Runde so rächen.
Das glaubt ihr ja gar nicht. Was haben wir denn hier? Crusader, Verteidigungswert 19, Verteidigungswert 15. So, schauen wir mal. Ihr macht da einen und ihr macht da zwei. Ach hier, die geben ein bisschen Flugabwehr. Nö, wir hatten hier die Flugabwehr. Ach, das machen die Schiffe selbst. Alles klar. Nein, wie könnt ihr denn so langsam sein? Die haben eine Reichweite von 4. Und meine haben aber auch alle nur 4. Hm. So, dann verkrümmeln wir uns hier ein bisschen außerhalb von deren Sichtweite. 2, 3, 4. Ja, gehen hier nach ganz hinten. Und wenn die uns verfolgen, fahren die erstmal richtig schön auf unser U-Boot auf. Das wird ein Knaller. So, dann brauche ich hier drüben einmal Bomber. Machen gar nicht so irre viel. Oh, besser als erwartet. So, und dann nehmen wir die Jungs nämlich einfach in die Zange. Nicht da lang. Scheiß. Jäger. Ich brauche Jäger. Die kriegen da nicht mal einen hin. Wo sind denn meine Aufklärer? Ja. Kommt ihr da hinten ran? Nee. Für einen Wert gegen 1. Okay. Das sollte also nicht so das Problem darstellen. Hm. Die wollen da gar nicht rein, glaube ich. So, mal sehen, wie die das lösen. Na, ich krieg die nicht mal nach da drüben gedrückt. Das war jetzt noch meine letzte Hoffnung. Uff, die Pioniere sind da auch nicht so
super effektiv. Dann machen wir das halt hier mit schierer Masse. Ah, die halten da aus. Nicht mehr. So, dann gucken wir mal, ob die Jungs hier rechtzeitig auf die andere Seite kommen. Um da irgendwas zu reißen, die Panzer lasse ich hier. Ja, die dürfen diesen Flussübergang fürs Erste bewachen. Ja, und damit übersetzen wird es dann natürlich schwierig, ne? Falscher Knopf. So, was habe ich denn hier noch? Ich habe noch einmal Bomber. Okay, er ist super effektiv. Ich habe noch Unmengen von Jägern, die aber alle keine Ziele finden. Ich glaube, ich werde meine Gebirgsjäger hier lassen und die Pioniere. Auch mit hier hochziehen, die können sich dann schon mal hier um Port Said zum Beispiel kümmern. Oder auch hier unten um die Jungs. Unterstützt von Panzern können die hier auf jeden Fall aufräumen. Und hier halte ich einfach nur den Fluss mit Artillerie und Infanterie. Ich glaube, das wird am meisten Sinn ergeben. Hier schon wieder. Die fahren hier nach hinten. Die verfolgen gar nicht meine Schiffe. So, die Pinneberger Jungs haben wir hier super wieder eingekesselt bekommen. Ha, nice. So, dann nehmen wir das Feld hier gleich mal. So, die sind komplett unterdrückt. Ach komm, die kriegen wir auch da raus, oder? Nein, kriegen wir nicht. Oh, hallo. Wer seid ihr denn? Das ist ein kleiner Panzer. Die sind da ein bisschen eingegraben. Die versuchen wir dann wenigstens da rauszulocken. Aber wenn wir keinen Schaden machen, bringt das Ganze natürlich nichts. Nee, dafür werde ich die Brandenburger nicht riskieren. Die Jungs werde ich nochmal verstärken.
Und dann können die zum Beispiel auch hier, wenn die da nur einen Punkt Schaden machen, reicht es, ja. So, das hier dürften wir halt echt unter Kontrolle haben. Weil ihr seid Pioniere. Ihr müsstet hier in diese Richtung fahren. Ja, die Jungs können hier halten. Die Jungs halten hier drüben. Seid ihr so ein Flammenpanzer oder sowas? Da möchten wir natürlich nicht, dass sie zu frech werden. Und falls sie hier mit Panzern über den Fluss kommen wollen, ach, sind die alle im richtigen Modus? Sieht schon abgesenkt aus, ne? Ich glaube, das hatte ich schon gemacht. So. Die gammeln hier als Putzkommando rum. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung. So, wunderbar. 2 und 2 angeblich. 4. Oh, die haben auch tatsächlich viel getroffen. Und die haben 2 getroffen. Ja, nice. Oh, die haben was getroffen. Super cool, die haben was getroffen. Freude, Freude, Jubel. So, dann brauche ich hier ein paar Bomber, die vielleicht noch ein bisschen intakt sind. Hm, immerhin ein. Ja, hier können wir im Moment gar nichts machen. Mit unserer stolzen Luftwaffe. So, 2 Schiffchen leben da noch. Schafft ihr das? Ja, das wird nichts. Ah, aber die Heinkel hat noch einen Stern erhalten. Ah, die schaffen es nicht bis ran. So, dann kümmern wir uns mal ein bisschen. Drei, zwei, echt jetzt. Sehen die als... das ist eine Panzerabwehr. Das ist gar kein Panzer. Wo habe ich denn letzte Runde rüber gehabert? Als ich das Panzersymbol hatte. Man weiß es nicht.
1-1. Nicht so prall, ne? Nahkampflegende. Was macht der Nahkampf? Ah, plus 1 Verteidigung Nahkampf. Nice. So, damit können die Jungs hier eigentlich mit rüberkommen. Zwei, drei, ja, das schaffen die. So, euch können wir ein bisschen rausrotieren. Ihr verteidigt hier vorne das Ding. Ha, diese Panzerabwehr. Die müsste ich dann echt mal loswerden. So, wenn ich die so ein bisschen unterdrücke hier, hätte ich vielleicht tatsächlich eine Chance. Kriege ich von denen noch ein, zwei unterdrückt? Dann haben meine Panzer da vielleicht wenigstens eine gleichberechtigte Chance. Das war super. Super nice. Die haben jetzt zwar keinen Bewegungspunkt mehr, aber hier sind wir dran. Und zwar sowas von. Die haben eine Sichtweite von 4. Aha. Da werde ich also noch mal ein paar Bomber hinschicken müssen. Wieder nur eins. Achso, die habe ich diese Runde erst dahin bewegt. Ja, vielleicht muss ich die ausgraben nächste Runde, mal gucken. So, das sieht doch so aus, als wenn wir hier. Ne, hier will ich nicht hinsetzen. Da sind wir dann nämlich diesem SAS-Kommando komplett ausgeliefert. Da habe ich gar keine Lust drauf.
So, ich denke, ich habe nichts vergessen. Super blutige Nase hier. Sowas von super blutig. Aber komplett irrelevant. Wenn wir die Jungs hier erwischen. So, dann schau mal, richten wir Schaden gegen die an? Ja, tun wir. Oder vielleicht auch nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. So, stellt sich jetzt natürlich die super interessante Frage. Ihr habt eine Reichweite von 4 Sichtweite. Nein, nein, umgekehrt. So, dann will ich euch nämlich hier drüben in der Stadt haben. Da können die nicht beschossen werden. Gesehen ja, beschossen nein. Echt was getroffen. Wie nice. Cool. Ja, dass das hier irgendwie jetzt fehlgeschlagen ist, ist natürlich ein Knaller. Mit Knaller meine ich Scheiße. So, die bringen wir hier einfach nur in Reservestellung. Falls wir da einnehmen wollen, müssen, können, tun. Hier sieht es ganz ähnlich aus. So, dann müssen wir mal gucken. Ihr seid noch zu dritt. Zu dritt reißt ihr natürlich gar nichts. Das ist klar. So, mit Pionierunterstützung. Da hätte ich natürlich noch ein paar Aufklärer hinziehen können, einfach. Kann ich ja jetzt noch machen. Gar kein Problem. So, dann werde ich die Jungs hier nochmal verstärken müssen. Kölschen Jungs. Denn ansonsten werde ich die hier nicht gut rausbekommen. Viel schlimmer, die kölschen Jungs könnten eventuell sterben, aufgerieben werden. Und das brauchen wir natürlich gar nicht. Aua. Ja, das war halt richtig scheiße. 3-1. Das kann halt komplett schief gehen, aber das Coole ist, so, hier werde ich nochmal schön bombardieren. Hey. Oh ja,
gut. Ihr kommt gar nicht bis dahin. Nein. Leute, macht nicht sowas. Oh, die Panzer könnten die sogar aufreiben. Das war natürlich ein Spektakel. Nice. Ja, gut, danke. Dann brauchten wir die Pioniere da gar nicht. So, hier hinten werde ich mal gucken. Zwei. Die würden sogar einen ausschalten. Immer noch 3-1. Wenn die ein bisschen besser sind als erwartet. Dann wird das jetzt eine Katastrophe. Aber wir gucken erstmal, ob wir diese Runde hier überhaupt das hier geknackt bekommen, aber ich vermute ja. Aufklärer. Obwohl. Jetzt haben die total wenig Munition. Und außerdem keine Chance mehr zurückzuschlagen, weil die alle unterdrückt sind. So, die Pinneberger haben sich hier so viel Mühe gegeben mit dieser Eroberung. Die dürfen das jetzt hier erledigen. So, unsers. Ja, dann gehen wir mal zum Angriff über. Trick. Ich hoffe, das hilft. Und wir haben die bessere Initiative, ja, und die haben uns wirklich nur 3 und die ziehen sich aber nicht zurück. Oh, eiskalte Frechheit. Eiskalte Frechheit, ganz ehrlich. Dass sie halt in Städten sitzen, die... Ich muss das mal rausfinden, woran es liegt. Schienen, okay, cool. Nebenstraße, okay, cool. Primäres Ziel. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann es wirklich nicht sagen. So, Artillerie kriegen wir da auf jeden Fall nicht hintergeklemmt. Jetzt würden wir noch einen Bonus von 21% bekommen. Das wäre schon erheblich. Ich traue mich nicht. Die haben sich verstärkt. Oh, sind die scheiße. Sind die scheiße, aber die kriegen wir da auf jeden Fall raus. Achso, die kommen natürlich immer noch nicht ran.
Ach, jetzt ziehen die sich zurück. Ihr seid doch echt sowas von Kacke. Ah. Ich glaube, wir haben alles restlos vernichtet, eingenommen. Ja, Bonus nur noch 15%. Schade. Das wären echt ein paar Punkte gewesen. So, die Brandenburger dürfen hier einrücken. Die haben es probiert. Und den Angriff natürlich ein gutes Stück weit getragen. So, wer ist denn hier? Sturmgeschütz. Ja, nur noch unsere Aufklärer und das Sturmgeschütz sind hier im negativen Bereich. Also unsere Luftaufklärer, die halt gar nicht kämpfen können. Bei 1 haben wir ein 15 cm Geschütz, unsere Flaks. Oh, aber die sind auch deutlich über 1. Die sind alle so bei 1,5. Dann geht es schon bei 2 zu 1 los. Das U-Boot, ne? In Marcello Classic ist, glaube ich, das U-Boot. Das hat ordentlich was versenkt. Der Flak-Vierling, der noch nie getroffen wurde, räumt hier richtig ab. Unsere U-87s. Haben wir alles erwischt? Oder hat sich irgendwo noch was versteckt? Nope, alles erwischt. Sehr schön, ja, lief ganz gut. Hier und da habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. Aber hey, gehört dazu. Und dann sind wir, glaube ich, vermute ich ganz stark, mit Nordafrika durch, ne? 4000 Punkte haben wir mitgenommen. Ist okay. Ist jetzt nicht übermäßig viel, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen ans Sparen denken. Besonders mit den Upgrades während der Schlacht. Ein bisschen sparsam umgehen. Mal gucken. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.